Guten Morgen oder guten Abend, guten Tag, je nachdem, wann du das Video schaust. Heute möchte ich ein Basismuster zeigen, und zwar das Ribmuster oder das sogenannte Bündchenmuster, was man verwendet für Pullover und Jacken im Anfangsbereich, weil sich das ein bisschen besser anfügt. Und da habe ich schon mal ein kleines Stück angefangen. Die erste Masche wird abgenommen. Es wird gestrickt eine links, eine rechts, eine links, eine rechts, eine links, eine rechts, immer im Wechsel. Und ich zeige die nächste Reihe gleich noch mal ganz langsam, weil gerade am Anfang muss man erst mal gucken, wie man links und rechts strickt. Also die erste Masche nimmst du ab. Dann hast du eine rechte Masche. Der Faden wird hinter die Strickarbeit gelegt und du stichst in die hintere Hälfte der Masche ein und strickst rechts ab. Für links legst du den Faden vor die Masche, stichst von hinten ein und holst den Faden durch. Hier haben wir wieder eine rechte Masche, Faden nach hinten, hinteren Teil der Masche dort einstechen und den Faden durchholen. Links Faden kommt nach vorne, in den vorderen Teil einstechen. Rechts hintere Teil. Wieder den Faden nach vorne nehmen und links. Die rechte Masche wird wieder abgestrickt, indem der Faden hinter die Strickarbeit gelegt wird und in den hinteren Teil einstechen. Und links. So, jetzt kann man schon mal das Ribmuster ziemlich gut erkennen. Die linken Maschen sieht man kaum. Die rechten sind ein bisschen präsenter. Hier siehst du einen Kranteil. Nicht wundern, ich habe da ein paar Abnahmen drin. Und das ist eben ein schönes Rechts-Links-Muster. Ich habe hier auch verhältnismäßig große Stricknadeln. Also für Anfänger würde ich auch empfehlen, damit erstmal zu üben. Das sind hier Fünfer. Das fällt dir dann vielleicht leichter. Ich zeige das nochmal. Also hier ist eine rechte Masche, die wird einfach nur abgehoben, nicht gestrickt. Links der Faden kommt vor die Arbeit. Du stichst in den vorderen Teil der Masche und ziehst hier den Faden durch. Der Faden kommt wieder dahinter und du stichst den hinteren Teil ein. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Mit ein bisschen Übung gelingt dir das auch bald schneller. Als Tipp für Anfänger kann ich mal sagen, du musst als erstes ein bisschen das Spiel rausbekommen, also dass der Faden, den du hier hast, dass der genau richtig ist, nicht zu fest. Also Anfänger machen das gern so. Ich kann mich auch erinnern, es war ewig her, aber Anfänger machen das so immer richtig straff und dann kriegen sie hier kaum in die Masche reingestochen und so weiter. Also für den Anfang ist tatsächlich wichtig, das Gefühl rauszukriegen. Hier muss ein bisschen locker das sein, dann kommt man hier auch in die Masche rein. Also abheben und dann bist du irgendwann auch ganz schnell. Also einfach locker abstricken. Wenn man das Bündchen angefangen hat, also normalerweise sieht das ja so aus, sagen wir mal, das ist jetzt der Ärmel. Der wird meist von unten gestrickt. Da hast du hier das Bündchen. Also ich habe es ja jetzt genau andersrum zum Zeigen gemacht, aber das ist eher die Ausnahme. Also du hast hier das Bündchen und dann gehst du in rechte glatte Maschen über für einen Ärmel und nimmst zu. Also in einigen Fällen kann es natürlich auch sein, dass man mit einem Bündchen abschließt. Also man kann natürlich auch einen Ärmel von oben stricken. Und dann zeige ich dir noch, wie du abketten würdest, wenn du fertig bist. Abketten würdest du, indem du alle Maschen rechts strickst, auch die linken. Also du hast jetzt hier die Masche, eine habe ich abgenommen, du stichst in die rechte ein. Und ziehst die Vorgängermasche über die Masche drüber.
Wichtig, immer schön locker, damit das nicht zu eng wird, wenn du das dann irgendwann anziehst. Also links stichst du von vorne ein, locker stricken und die Vorgängermasche rüberziehen. Hier immer ein bisschen noch mal rausholen die Masche, damit das wie gesagt elastisch wird. Rüberziehen. Ab rechts, linke Masche rechts abstricken, alle die gesamte Reihe und die Masche drüber ziehen. So, und dann haben wir die letzte Masche rüberziehen. Bisschen festziehen. Wenn das jetzt der Endfaden wäre, du würdest den jetzt hier abschneiden und würdest den hier nochmal durchholen und festziehen. So wie du siehst, haben wir hier jetzt ein ganz schönes Bündchenmuster gestrickt, was elastisch ist und nachher beim Anziehen wird sich das gut anfügen und ist eben auch nicht so, dass man hier nicht reinkommt oder so, weil es eben ein sehr elastischer, schöner Bund ist. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen weitergeholfen für deine nächsten Strickprojekte und dass ab jetzt das Rippchenmuster gut klappt. Schau gern rein, ich habe noch mehr Videos sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Bis zum nächsten Video.